herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Nähen mit Burda. Heute zeigen wir dir, wie du deinem alten Bikini für den nächsten Urlaub neues Leben einhauchen und sie zum absoluten It-Piece machen kannst. Alles, was du dafür brauchst, sind verschiedene Bänder, unsere sind von Feno. Garn, eine Stoffschere, eine Nähmaschinennadel, wir empfehlen die Black Super Stretch Nadel von Schmetz und deine üblichen Nähutensilien. Und schon kann es losgehen. Entferne zuerst die eingeschobenen Pads in dein Bikini. Bei ungepaddeten Bikini-Oberteilen kannst du die Verzierung mit der Nähmaschine aufnehmen. Bei allen anderen Modellen empfiehlt es sich, mit der Hand zu nähen. Wir zeigen dir jetzt ein paar unserer Lieblingsbeispiele. Beim ersten werden Spitzenbänder untergelegt. Misst zunächst die Länge für dein Band und schneide es zu. Stecke ein Band auf oder unter die Kante und schlage die Bandenden ein. Wenn du alle Bänder aufgesteckt hast, setzt du in die Nähmaschine die Black Super Stretch Nadel von Schmetz ein und stellst die Nähmaschine auf einen Zickzackstich. Dann kannst du die Bänder ansteppen. Du kannst das elastische Band auch für das Bindeband verwenden. Falte es zuerst und passe deinen Zickzackstich der Bandbreite an. Steppe das Band mit Zickzackstich aufeinander. Entferne das Originalband und zieh das neue Band mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in die Tunnel am Oberteil ein. Am Höschen kannst du die Originalbänder abschneiden und dafür die neuen Bänder in gleicher Länge annähen. Als zweite Variante kannst du deinen Bikini auch mit verschiedenen Bändern umranden. Lege die Bänder in gleichmäßigem Abstand an allen Kanten an und stecke sie fest. Anschließend steppst du sie mit der Maschine mit elastischem Stich oder nähst sie von Hand an. Die dritte Variante ist perfekt für alle, die sich gerne mal was trauen. Hier haben wir den Bikini mit glamourösem Paillettenband aufgehübscht. Für zusätzliche Bindebänder schneidest du 2x1 Meter ab. Schmales Band wie dieses nimmst du am besten doppelt. Näh die Bänder direkt unter dem Ende des Tunneldurchzugs an. Du kannst sie dann vorne überkreuzen und im Rücken verknoten. Für das Oberteil machen wir uns noch zwei kleine Schleifen. Schneide davon vom Band zwei Stücke in ca. 30 cm ab. Entferne an jedem Ende einige Pailletten und verknote die Fäden. Lege dann zwei Streifen und fixiere sie mit einem Faden. Nähe die Schleifen an den oberen Ecken von Hand auf. Und schon ist dein cooles neues Bikini-Oberteil fertig, das du auch super als Top tragen kannst. Natürlich waren das jetzt nur ein paar Vorschläge. Mit dieser Methode kannst du noch super viele weitere Designs kreieren. Teile dein individuelles Ergebnis gerne auf Social Media mit uns. Wenn du deine Bademode selber nähen möchtest, haben wir auf burdastyle.de super viele coole Modelle für dich. Wir bedanken uns bei unseren Partnern Feno und Schmetz, hoffen, du hattest Spaß beim Nähen und bist auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Nähen mit Burda.